Ja, Checker-Freunde, machen wir mal ein, ich sag mal, Freischnauze-Systemcheck vom neuen Touareg mit dem neuen Innovation-System für sage und schreibe 3.500 Euro extra. Aber dafür haben wir dann eine schöne, komplette durchgehende Front- bzw. Kommandozentrale. Und wenn das Fahrzeug nachher aus ist, sieht man gar nichts. Das Ding ist komplett pickerschwarz. Ja. Ist alles TFT, ist mega gut gemacht. Hier auf der Seite Touch, hier das Aktivdisplay. Ja, wo fangen wir denn an? Ich würde sagen, wir fangen vorne an, arbeiten uns nach vorne. Also das heißt, wir haben hier zum Beispiel die Fahrmodi sind Serie. Wenn ich hier drauf gehe, erscheinen die Fahrmodi und die stochen scharf. Ja, also das kennen wir ja schon von VW, beziehungsweise auch von Skoda. Öko, Komfort, Normal. Sport, individual kann ich mir zusammenstellen und dann kommt in dem Fall noch Offroad dazu, das Offroad-Paket, was wir dabei haben und Snow und da gibt es dann gleichzeitig rechts den Drehknopfschalter mit dazu und da kann man dann zum Beispiel das Fahrzeug senken, das Fahrzeug anheben, das sehen wir dann im kleinen Display hier, das werdet ihr jetzt noch nicht sehen, weil das jetzt noch nicht an ist, das machen wir nachher extra, da können wir das Fahrzeug senken und erhöhen, weil wir haben das Luftfahrwerk dabei für 2.850 € und deswegen ist dann hier bei den Fahrmodien hier Offroad extra mit dabei und die zwei rechten würden sonst fehlen, ja, sonst haben wir nur Individual, Sport, Normal, Komfort und Öko, okay? Brutal gestochen scharf. Ja, das sind die Fahrmodien und dann haben wir Autoholknopf. Den haben wir im normalen Fahrcheck-Video schon erklärt. Dann haben wir elektronische Handbremse. Die löst sich auch automatisch, beziehungsweise geht automatisch rein, wenn man die Tür öffnet. Wir haben natürlich dann Warnblink natürlich. Dann haben wir laut leise. Das lassen wir jetzt leise wegen GEMA. Wenn wir drauf drücken, kommt gleich Mute. Dann ist es leise. Und wenn wir drauf drücken, dann ist es aus. Ja? So, dann unseren schön gut in der Hand liegenden Schaltknopf, sage ich mal, mit P und nach hinten S-Modus, ja, neutral, klar, kennt man ja. Kommen wir zu den Sitzen. Wir haben hier die Ergo-Komfortsitze an Bord, die extra Kosten im Airline-Paket so mit zusätzlich buchbar und dann natürlich mit der Memory-Funktion einseitig zumindest buchbar. Im Premium-Paket habe ich dann beide Seiten buchbar. Wir haben ja unten elektrische Sitze, die sind in allen möglichen Richtungen verstellbar. Elektrisch, das mit, ja, sehen wir dann noch gleich Massagefunktion und Sitzlüftung, Sitzheizung. Und da habe ich hier vorne am Sitzen einen runden Knopf, da werden wir dann noch ein Bild einspielen. Wenn ich da drauf drücke, dann anscheinend das Symbol Sitze. So, und wenn wir das schon da haben, dann fangen wir hier mal an. Da kann ich dann hier anfangen, soll es stärker, soll es schwächer sein, machen wir mal ganz stark. Und jetzt merkt man schon, dass sich das hier richtig schön bewegt. Und natürlich mit der Gestiksteuerung sofort die Haptik da. Dann kann ich hier auswählen, aus, Wellenrücken, Wellenlände oder Welle Schulter, Kreisrücken, Streicheln haben wir, ne? Klopfenrücken auch gut. Ach komm, wir machen mal Relax. So, was macht er dann? Oh ja, das ist aber schön geschmeidig. Ja, also das kann man hier auswählen. Das sind die Massagefunktionen. Drücken wir hier auf X, ist das wieder weg. Ja, drücken wir hier auf Komfort, können wir noch die Extra-Einstellungen am Sitz vornehmen. Ja, funktioniert super. Zum Beispiel hier die Schenkelauflage, drücke ich hier drauf. Hört man es wahrscheinlich, geht es rein. Drücke ich Plus, geht es wieder raus. Ja. So, da kann ich hier oben noch mir einstellen, was möchte ich, Sitztiefe. Dann kann ich die Sitzwangen nach innen machen. So, dann drückt sie spürbar nach innen. Also das ist echt der Hammer, das merkt man richtig. Ja, oder wieder raus, wie man es möchte. Wir machen ein bisschen rein, ja, das ist wirklich sehr angenehm. Dann Sitzlehnen, Wangenverstellung, machen wir noch ein bisschen nach innen. So, zack. Also dann kriegt man da auch schon richtig. Ja, die drückt also wirklich richtig gut zusammen hier. Also. Und dann hockt man da wirklich sauber drin. Also schon leicht sportlich, muss ich gestehen. Ja, die drei Möglichkeiten haben wir hier, was die Sitzverstellung elektrisch über Display angeht. Wie gesagt, hier haben wir noch den Knopf mit Massage. Gehen wir mal zurück auf Wellenrücke. Ja. So.
Dann haben wir hier noch Balance. Das finde ich natürlich auch cool. Ich kann ja einstellen, wo soll die Sitzlüftung in dem Fall? Die können wir hier über den Knopf mit der Stärke regeln. Blau in dem Fall, ganz stark. Oder hier nur 2. Ich habe in dem Fall 2. Es ist ziemlich warm hier drin. Oder off. Ja, dann gehe ich wieder auf meinen Sitz. Und dann kann ich aber die Balance einstellen. Soll es mehr nur auf der Sitzfläche sein? Soll es mehr am Rücken sein? Oder wie gesagt, mittig. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für die Sitzheizung. Ja? Die kann ich dann auch einstellen. Soll es mehr am Rücken oben sein oder mehr auf der Sitzfläche, wie ich es denn gerne hätte. Also wirklich klasse. Ja, das ist das Thema Balance. Dann habe ich noch die Möglichkeit, andere Sitze, zum Beispiel den Beifahrersitz, synchron mit einzustellen. Oder ich kann hinten auf den hinteren sitzen, wenn die Leute schlafen und man merkt, die fangen an zu frieren und sie zittern, machen wir denen einfach hinten die Sitzheizung an. Kostet aber extra 760 Euro. Dann haben wir alle vier Sitze mit Sitzheizung. Beziehungsweise die vorderen sind dabei, die hinteren kommen dann dazu. Ja? So, dann gibt man hier synchron, dann zeigt es mir den Doppelsitz, machen wir jetzt aber weg. Und dann machen wir Sitzheizung hinten. Dann zeigt er mir an, on oder nicht on. Ja? Dann kann ich das auch nochmal einzeln anwählen. Gehe ich hier auf Setup. So, Einstiegshilfe. Dann zum Beispiel, wenn ich jetzt die Tür aufmache oder aussteige, dann fährt der Sitz zurück, das Lenkrad geht hoch, der Beifahrersitz geht zurück. Das kann ich mir alles automatisch nochmal individuell einstellen, ob ich das haben möchte. Oder der Sitz soll gleich so sein, wenn ich einsteige. Okay? Das zum Thema Sitzeinstellung. Ja, da hatten wir schon drüber mit dem Verkäufer, mit dem Herrn Steinhauer aus Leonberg vom Autohaus Weber. Ja, dass wir über die Sitze schon eigentlich ein 5-Minuten-Video machen können. Okay, in dem Fall waren es 6 Minuten. Naja, 4. Wir haben ja noch das am Anfang gemacht. Okay, also Sitze weg, Gestiksteuerung funktioniert. Dann haben wir natürlich unsere, das ist dann auch wieder schön, unsere natürlich induktive Ladung. Legen wir das Telefon rein. Das Mobiltelefon im Ablagefach wird geladen. Das zeigt er uns dann auch an. Ja? Und wenn wir das Fahrzeug verlassen, sagt er uns, Ihr Telefon ist noch im Fahrzeug. Okay, ja. InnoVision, tolles Teil, drücke ich hier drauf, wird es groß. Dann haben wir hier das große Navi, dann kann ich hier den Kompass noch einstellen, was möchte ich daran sehen, ja? Oder tippe ich wieder weg, ist es weg. Uns zeigt er hier an die Geschwindigkeit, was wir hier fahren dürfen, zum wir gerade hier in Weilestadt sehen und nachher auch die vorauszukommende Geschwindigkeit. Und ich kann hier links die Schalter belegen, das sieht man, mit diesen Sternchen, kann ich mir hier aussuchen, was ich darauf haben möchte, auf diesen Schnellwahltasten sozusagen. Die sind auch immer da. Wenn ich mit der Gestik weggehe, sieht man hier, sind die Schalter immer da. Na? So, gehen wir kurz, wenn wir das Navi schon haben, aufs Navi kurz ein. Ganz einfach, neues Ziel, dann in dem Fall Deutschland. Dann kann ich hier die Länder wählen, wo 50 steht. Da stehen 50 Länder. Und dann gebe ich nur ein, ja, was will ich? Meine Navigation eingeben. Und dann einfach starten oder ich drücke hier auf letzte Ziele und dann zeigt er mir ein, wo ich als letztes war. Und immer mit dem X komme ich zurück. Dann kann ich meine Ziele kann ich eingeben. Sonderziele habe ich hier, Tankstelle, Park, ein Restaurant. Dann habe ich hier die Ansicht, was möchte ich? Möchte ich 2D? Dann sieht es so aus. Machen wir wieder 3D. Dann ist es so leicht schräg mit dem Himmel hier oben, viel schöner. Und das Gleiche verändert sich dann auch bei mir hier links in meinem virtuellen Display. Dann kann ich Ansage laut leise machen, dann Verkehr, zeigt er mir sofort an, TMC, was ist hier los, wie immer um Stuttgart herum, hier, ja, was haben wir hier, Rudesheim, Baustelle, Pforzheim Süd, Stuttgart Fahing, Stuttgart Zuffenhausen, ja, überall was los, wie immer, da gibt sich einiges, ne? So, also, live und in Farbe, sagen wir mal. Gehe ich wieder auf X, ist das Thema weg. Gehe ich hier auf Setup, kann ich hier noch natürlich verschiedene Routen einstellen. Zum Beispiel gehe ich hier auf Route. Was soll es mir anzeigen? Autobahn meiden, Fährteaufzüge meiden, Mautstraße meiden, Tunnel meiden, vignettepflichtige Straße meiden und so weiter und so fort. So, dann schnell, kurz, ökonomisch. Ja, nichts für die Schwabenchecker. Ja, dann können wir noch auf Speicherung verwalten. Da haben wir nichts. Lassen wir das weg. Dann gehen wir noch auf Verkehrsinformationen. Das sind jetzt praktisch die Grunddaten drin von dem System. Drücke mal auf X, dann ist es weg. Dann gehe ich auf Karte. Was soll es mir anzeigen? Verkehrszeichen, Favoritenanzeigen, Sonderziele anzeigen.
Dann kann ich hier nochmal 3D, 2D und so weiter einstellen, wenn ich das möchte. So, Navigationsanzeige, erweiterte Einstellungen, dann noch Ankunftszeit, ja, oder Fahrzeit, Ziel, was soll es eingeben, Tankwarnung soll es anzeigen, Demo-Version brauchen wir jetzt nicht, Hinweise, Ländergrenze überqueren, dass wir wissen, okay, wir kommen jetzt in ein anderes Land. Das finde ich auch ganz nett. Ja, so, XXX, dann ist das Thema Navigation erledigt. So, dann drücken wir hier drauf. So, dann haben wir unser Innovation-Knopf. So, dann haben wir hier noch Schnellwahltasten wie Telefon verbinden. In dem Fall Samsung ist bei mir das S9. Dann habe ich hier Radio. Und dann kann ich hier noch, wenn ich einfach nur rüberziehe, gucken, was gibt es denn für Sender. Ne? Ja, ich nenne jetzt nicht die Namen. Ich mache mal wieder Schleichwerbung hier. Ne? Wir haben natürlich DAB dabei. Digitalradio in Verbindung mit der Dynaudio-Anlage über 730 Watt. Boah, das Ding rumst, das ist brutal. Ja, kann ich da rumsuchen, kann dann hier direkt praktisch auf meine Schnellwahltasten gehen oder ich ziehe das einfach rüber und dann haben wir hier unsere ganzen anderen Punkte vom Fahrzeug. In dem Fall hier das Fahrzeug selber, Touareg schön gemacht. Dann habe ich hier noch eine Uhr, wo ich anzeigen kann oder nur als Zeiger oder mit Zahlen drauf, je nachdem, wie man es mag. Dann habe ich hier noch einen Kompass. Sehe ich hier gerade momentan, wo ich stehe. 394 Meter über normal Null stehen wir. Das ist Walderstadt. Ja. Nutzungsverhalten wird gelernt. Brauchen wir nicht. Nachher heißt nur der Schwabenchecker hier, was da so rumfährt. Hier haben wir dann noch unser Radio, unser Telefon. Hier habe ich meinen Bordcomputer ab Start. Ja. Was habe ich verbraucht? Wie lange fahre ich? Fahrstrecke insgesamt. Ja. Bisher jetzt 307 Kilometer gefahren. Oder ja, und 380 kann ich noch. Ja, das sehe ich hier alles. Und das kann ich aber auch, wenn ich wieder drauf drücke, nach links verschieben. Oder wie gesagt, ich mache es per Hand. Fahre das hin und her. Also das ist wirklich wunderbar. Oder ich mache es mit dem Knopf. Und dann, wenn ich hin und her fahre, geht dann auch hier die Ambientebeleuchtung. Muss ich auch alles die Farbe ändern, wenn man es mit dem Ambiente-Video sich mal anschaut. Das ist auch extra. Verändern sich die kompletten Farben mit. Ja, auch hier die Kreise innen drin. Also wirklich toll gemacht. Ja. Nehmen wir mal das Navi, gehen wir hier zurück. Gehe ich auf Temperatur. Auch schön gemacht. Entweder ziehe ich so rüber, dann stelle ich mir die Temperatur ein, dann sieht man das hier in der Mitte. Fahre ich nach links, wird es kalt. Also ist wirklich sehr nett gemacht. Dann kann ich noch Low machen, AC. Das brauchen wir jetzt nicht. So, wir lassen das hier so. Jetzt geht die Heizung ein bisschen hoch, ist klar. So, dann warte ich kurz, dann geht es wieder runter. So, wir sind momentan auf Auto. Jetzt drücke ich hier zum Beispiel auf sanft, intensiv oder wie ich es gerne haben möchte, mache ich auf sanft, fährt das sich automatisch schon runter, mache ich intensiv, gibt da Vollgas. Ja? Also machen wir sanft und dann geht es auch nachher gleich wieder weg. Das dauert ein paar Sekunden. Ja, und dann gehe ich hier auf Klima. Das ist natürlich wirklich lässig cool gemacht. Kann ich jetzt hier die Stärke einstellen. Das machen wir jetzt runter. So, weil sonst das Video zu laut wird. Und dann kann ich mir natürlich hier aussuchen, wo soll es denn hier rausstrahlen. Ja, das ist schon wirklich haptisch toll gemacht. Kann hier einstellen, Öko hinten, Rear, rechts, links. Kann ich jetzt noch die Temperatur von hier hinten einstellen, wenn ich möchte. Ja? Gehe hier rüber, mache 21 Grad. Ja, und da ist das Thema erledigt. Kann ich hier wieder auf die Front gehen. Dann geht es hier nach vorne. Und dann kann ich sagen, soll es die Füße machen, soll es die Front machen, soll es die Scheibe machen. Und es wird dann alles farblich hinterlegt, was ich denn gerne hätte. Und es verändert auch die Lüftungsdüsenzeichnung hier. Ja, so, dann mache ich das off. Ne? Oder ich mache es wieder an. Dann Aircare AC haben wir schon in Luft. Ich kann das synchronisieren. Standheizung haben wir an Bord. Wir haben hier im Airline-Paket das Lederlenkrad der Serie mit Schaltpedal. Aber dann haben wir hier noch die Lenkradheizung mit dabei. Die können wir hier anmachen, wenn wir wollen. Off, leicht, mittel, stark. Off, bitte ist zu warm heute. Genau. Wie gesagt, und hier geht es nochmal zu den Vorpassagieren nach hinten. So, Setup. Dann kann ich Umluft automatisch, Zuheizer automatisch. Noch Zuheizer in dem Fall für den Winter. Lassen wir das drin, dann macht er automatisch schneller warm. Ja? So, das zum Thema Heizung. So, und dann haben wir hier rechts noch den Sitz, noch links noch den Sitz. Ja, gehen wir hier hoch auf die Gestiksteuerung. Dann kommen wir auf Menü. So, jetzt haben wir unser komplettes Grundmenü. Und da kann ich jetzt zum Beispiel auch das verändern, wenn ich lang drauf bleibe.
kann ich sagen, ich will Auto hier links haben. So, und dann setze ich das halt dahin. Ja? So wie jeder Lust und Laune hat, kann ich das da hinsetzen. Fangen wir oben links an, Radio. So, und dann kann ich jetzt halt den Fall hier so rumwischen. Ja? Was möchte ich haben? So, gehe ich wieder hier auf Menü. Dann sind wir wieder in unserem Menü, zieht es runter. Gehen wir auf Telefon, habe ich hier die ganzen Kopplungen, brauchen wir jetzt aber nicht. So, Medien, ja, kann ich über meine USB-Sticks, da haben wir hier viele, hier einen, hier haben wir in der Mittelkonsole einen, hinten haben wir zwei, also das sind en masse da. So, gehen wir auf Navigation, dann haben wir hier nochmal die Taste, dann sind wir hier beim Navi. Klang kann ich hier einstellen, boah, und der ist halt echt mega, ne? Hier kann ich einen Touchscreen-Ton reinmachen. So, dann macht's. Hören Sie das? Wer es braucht, ich brauche es nicht, dann machen wir es weg. Ja, das kann ich hier nochmal einstellen. Da kann ich hier noch Lautstärke, ja, und hier maximale Einschalt-Lautstärke, Geschwindigkeitshänge-Lautstärke, Entertainment-Absenkung beim Einparken, Entertainment-Absenkung bei Navigationsansage, ne, dass dann die Sprache heller ist, dass wir es auch verstehen und nichts vergessen. Jo, auf X gehen wir wieder zurück. Ja, ich kann ja noch den ganzen Toneinstellungen dann machen, Dolby Digital. So, dann Audio Surround Focus kann ich hier einstellen, vorne und hinten. Ja, wie der Klang denn sein soll. So, nur hinten, nur vorne und hinten, ja. Vorne, vorne links, vorne rechts. So. Ja. Profil. So, machen wir wieder raus hier. Gehen wir wieder auf Menü. Das war Klang. Fahrzeug. So. Dann habe ich hier meinen schönen Touareg. Gute Fahrt, Dankeschön. Ja, Fahrerprofil 4. Man kann hier verschiedene Profile anlegen. Dann kann ich hier, ja, ich kann es jetzt auch gestisch machen. Hier Ölstand, Fahrzeugstatus, Reifendruckkontrolle. Hinten haben wir jetzt 2,6 momentan. Vorgegeben mit 2,5. Reifendruck ist okay. Ja, und dann komme ich wieder zum Ölstand. Der ist in Ordnung. Der ist jetzt gerade bei maximal. Da kommt so circa nach 2 Minuten, wenn man das Fahrzeug anlässt. So, dann kann ich hier noch auswählen Offroad. Dann zeigt er mir an, wo stehe ich gerade. Bewegt sich da irgendwas? Ja, 1 Grad stehen wir schräg nach rechts. Das sehen wir. So, dann kann ich wieder auswählen. Na, lassen wir das mal. So, Offroad-Modus. Dann zeigt er mir hier noch an, hier die Grad, wie viel Grad ich zum Norden stehe. Also hier jetzt praktisch den, ja, ihr wisst, was ich meine. Kompass, jetzt, danke. Haben wir es wieder, ja. Hier die 394 Meter über Normal Null, Kompass und dann die Grad, die Neigung, die Wankung vom Fahrzeug. So, und dann gehen wir wieder hier drauf. Oder was haben wir noch? Zack. Ja, dann haben wir das wieder. Gehen wir wieder auf Fahrzeug, Komfortverbraucher. Dann zeigt man, Klimatisierung hat die irgendwas oder Sitzlüftung links ist gerade ein bisschen an, können wir jetzt ein bisschen stärker machen, mir ist warm. Ja. Aber jetzt kommt ein bisschen mehr Wallung rein, man hört es vielleicht im Video, aber ich brauche das, mir ist warm. So, dann gehen wir wieder auf Menü. Dann haben wir noch Fahrzeugdaten, was verbrauche ich gerade, ab Start, Langzeit, abtanken und wieder zurück. Dann Fahrzeugstatus, da waren wir schon. Ja, dann haben wir noch Service. Okay, ja, ist gut. So, dann gehen wir über Bilder. Da kann ich natürlich noch Bilder hochladen. Dann haben wir hier noch Setup. So, was will ich da machen? Bildschirm. Touchscreen-Ton, ja, da haben wir das wieder. Annäherungssensik, Handgestik, optische Handgestik, Feedback. Da macht es dann so, wupp, ja. So, Zeit, Datum, Sprache, zusätzliche Tastatursprache, Einheiten, WLAN, Hotspot, Hammer, Datenübertragung, mobile Geräte, Carnet, Bluetooth, Werkseinstellung, da lassen wir die Finger weg. So, das brauchen wir nämlich alles nicht, ja? Wunderbar. So, das ist das Thema Setup gewesen, ne? So, dann gehen wir auf CarAppNet, dann können wir hier Android, Audi, Apple CarPlay und MirrorLink, ist jetzt gerade nichts verbunden, da machen wir auch nichts, ha, schön, ne? So, dann haben wir noch CarNet, dann können wir hier, der Service ist nicht verfügbar, das müssten wir jetzt freischalten, dass wir hier drin auch WLAN und sowas haben. Das lassen wir jetzt natürlich weg, deswegen schenken wir uns das. Und hier oben haben wir dann auch nochmal Schnellwahltasten. Radio, Playlist, wenn wir eine haben, Telefon verbinden, Fahrzeugstatus, das hatten wir vorher schon, ne? Dann Telefon und CarNet, ja? So, gehen wir nochmal auf Menü und auf Fahrzeug. Dann haben wir hier, das ist überall zu sehen, das Setup. So, und auf diesem Setup kann ich vieles einstellen. Zum Beispiel hier jetzt ASR, ESC Sport zum Beispiel. Dann sagt er mir, Achtung, ESC Fahrstabilität eingeschränkt.
brauchen wir nicht. Genau, dann haben wir Reifen. Beladung, Winterreifen, das können wir alles einstellen. Ja, vollbeladen, dann stellt sich das Fahrzeug drauf ein. Geschwindigkeitswarnung kann man einstellen. Ja, aber wie viel? 30, 120. Ja, wir lassen das mal auf 30. Aber es war weg, dann lassen wir es auch weg, bevor es anfängt zu nerven. Ja, und dann kann ich hier noch personalisieren, Fahrer 1. Momentan haben wir Fahrer 4 drin, kann ich eingeben, was ich möchte. Wenn ich dann Fahrer 1 gebe, dann stellt sich das komplette Fahrzeug auch auf diese Person ein, mit allem, was man einstellt. Das ist schon echt eine coole Sache. Man kann da auch noch Gast machen, wenn man möchte. Schlüsselzuweisung, wenn dann jeweils der Schlüssel... es gibt verschiedene Schlüssel, dann, wenn man, dann weiß das Fahrzeug schon, mit welchem Schlüssel man einsteigt, dann stellt sich das Fahrzeug schon allein auf diese Person ein. Alles kein Thema, und dann kann man hier so zurücksetzen. So. Licht, da kann ich natürlich dann mein Dynamic Light Assist, das lassen wir natürlich an, Einschaltmodus Mittel, automatisches Fahrlicht bei Regen, Komfortblinken haben wir, Reisemodus Rechtsverkehr, dann kann man auch noch umstellen auf Linksverkehr, dann stellt sich das Licht vorne um, dann wechselt es gerade praktisch. So. Dann haben wir noch Instrumenten, Schalterbeleuchtung, können wir ein bisschen höher machen. Machen wir mal 90%, dass wir was sehen. So, und dann gehen wir mal weiter hoch. Drücken wir hier wieder drauf, geht das Ganze wieder zu. Coming-Home-Funktion habe ich eingestellt, 30 Sekunden. Living-Home-Funktion ist 10 Sekunden. So, dann machen wir das wieder zurück. So, genau. Das war das mit dem Thema Licht. Fahrassistenzsysteme, da müsst ihr drauf gucken, dass alles eingeschalten wird. Ja, machen wir weiter. Kurz habe ich mich etwas erholt, wieder ein bisschen abgekühlt hier. Kommen wir zu den Fahrassistenzsystemen. Wenn wir hier drauf gehen, sehen wir alle Fahrassistenzsysteme, die wir an Bord haben. Da gibt es noch ein extra Video, wie wir fahren, auch mit Emergency Assist, dass er auf der Autobahn komplett auf Null runterbremst, was er da macht. Und die ganzen anderen Assistenzsysteme hier, automatische Distanzregelung, ja, Stop-and-Go-System, da fährt er von alleine wieder an, bremst von alleine, hält den Abstand etc. pp. Das kann man hier alles einstellen. Ja, ist auf Mittel, lassen wir so. Ups, bleiben wir da. So, vorausschauender Streckenverlauf, vorausschauend zulässige Geschwindigkeit. Das muss man anklicken, dass er auch das Fahrzeug auch automatisch dann die Geschwindigkeit annimmt, was vorgegeben wird. Ja, dass er dann runterbremst, wie in der Werbung, was man sieht mit dem VW Arteon, was wir auch schon getestet haben, ist genau dieser Punkt hier. Und da muss praktisch ein Häkchen dran sein, dass er das erkennt und automatisch die Geschwindigkeit reduziert oder erhöht. Ja, das gehört dazu. So, dann klicken wir hier wieder drauf, ist es zu? Nope, halt. Das nochmal. So. Dann Front Assist, ja, das haben wir vielleicht schon im Assistenzvideo gesehen, dass er dann vorne anzeigt, wenn rechts oder links eine Person läuft oder ist ein Fahrzeug sich nähert, bis maximal 30 km/h, unter 10 km/h, bis 10 km/h bremst er auch automatisch runter. Ja. So, dann haben wir Emergency Assist, den habe ich schon erklärt, Lane Assist, Side Assist, also Spurwechselassistent, Spurhalteassistent, Verkehrszeichenerkennung, Warnung bei über 10 km/h, optisch, das reicht. Ja, dann haben wir noch Öko-Assistenzsystem, Müdigkeitsassistent und progressiver Insassenschutz. Das heißt, wenn das Fahrzeug was erkennt, dann tut der Gurt anlegen, Fenster hochfahren, Panoramadach wird zugemacht etc. Ja? So, dann machen wir das zu. Dann gehen wir hier wieder zurück. Fahrassistent, wie gesagt, ist noch ein extra Video. Parken, rangieren, ja, automatisch aktivieren. Lautstärke, wenn wir jetzt beim Piepsen, zum Beispiel die ganzen Piepstöne vorne, hinten, Ton erhöhen, ne? Entertainment absenken, wenn man Musik hört und jetzt piepsen, rückwärts einpacken, dann senkt sich die Musik und das Piepsen wird lauter, ja. Ausparkassistent aktiv, das ist der sogenannte Parkpilot, das heißt, da haben wir aber auch wieder ein extra Video gemacht, wie das alles funktioniert. Genau, da habe ich das nochmal genau erklärt, wie man was einstellt und machen kann, um in die oder die Lücke so und so reinzufahren. So, Ambientebeleuchtung ist hier der Knopf, haben wir auch ein extra Video, könnt ihr euch dort anschauen, ist auch auf YouTube. So, an, ist schon geil gemacht, also über 30 Farben, cool. Ja, Spiegelwischer kann ich einstellen, Spiegel einklappen beim Verriegeln, das machen wir jetzt an, das hat mir vorher noch gefehlt, ich habe mich schon gewundert. Synchron verstellen geht auch, absenken beim Rückwärtsgang. So, dann das heißt, der Spiegel senkt sich runter zur Bordsteinkante, dass wir unsere 21 Zoll für 3000 Euro nicht kaputt machen und sich sonst das Auto selber nicht freuen würde. Automatisches Wischen bei Regen, klar, Heckwischer beim Rückwärtsgang, wenn
der Wischer vorne mit eingeschaltet ist, aktiv ist, geht da hinten mit an. So, genau. Das ist Wischen. Öffnen, schließen. Da kann ich eingeben, Kofferraum öffnen, Komfortöffnung aus. Ich kann praktisch Fahrerfenster dann mit dem Knopf zum Beispiel aufmachen, ja, wie ich das möchte. Zentralverriegelung, schlüsselloses Entriegeln. Ich brauche bloß reinlangen, Keyless Entry oder Keyless Go, ja, wie man es nennen mag. So, Türverriegelung, Einzelverriegelung. Da machen wir alle. Das heißt, wenn ich aufmache, gehen alle auf und zumache, gehen alle zu. Weil wenn ich jetzt aufgemacht hätte, wäre nur die Fahrerseite aufgegangen. Und bei mehreren Personen ist es lästig, weil so muss ich nämlich dann auf den Schlüssel zweimal drücken. Einmal nur Fahrer, zweimal alle. Ich hätte gern alle, aber das kann man persönlich hier einstellen. So, automatisch verriegelbar losfahren. Ja, easy open, Innenraumüberwachung. Genau, für die Alarmanlage. Ja, Kombi-Instrumente. So, da kann ich jetzt hier noch Belegungen machen. Das heißt, hier beim Virtual Display kann ich jetzt hier zum Beispiel was belegen. So, jetzt haben wir klassisch, wir können automatisch machen, kann jetzt hier aber Belegungen reinmachen, zum Beispiel Reichweite. Dann zeigt er mir hier innen drin an links, das sieht man jetzt auf dem kleinen, das werden wir jetzt noch einziehen, was ich haben möchte oder Zielinfo oder Kompass. Ich mache jetzt mal Reichweite rein, das finde ich schön. Das ist okay. So, dann wisst ihr, wo man das findet. Dann kann ich hier rechts noch reinmachen. Da machen wir zum Beispiel Verbrauch rein. So, haben wir Verbrauch. Dann wissen wir, ob wir jetzt Gas gegeben haben oder nicht. Dann habe ich das eingestellt, kann dann aber noch die Ansicht ändern. Ja, wie will ich es haben? So, will ich. Ja, kann ich das verschiedene Möglichkeiten der Ansicht noch nehmen. So. Wir lassen mal Classic, wir können es aber auch auf automatisch machen. Das könnt ihr euch individuell einstellen. Und hier Setup ist immer so. Dann kann ich hier noch einstellen, was es mir im Kombi-Instrument anzeigen soll. Geschwindigkeitswarnung, Öltemperatur, Öko etc. So, das lassen wir mal weg. Das zum Thema digitalen Cockpit. So, habt ihr gesehen? Schon cool. Drücken wir das wieder weg. So, gehen wir wieder auf Menü, gehen hier runter. So, das ist wie gesagt Kombi-Instrument, das war hier. So, gehen wir wieder zurück. Zack. Dann haben wir noch hier das Thema Head-Up-Display. Das ist natürlich cool. Da habe ich auch schon suchen müssen, wo man das einstellt. Wir haben hier Head-Up-Display für 1300 Euro. Farbschema Standard. Ja. So, es ist aktiv. Dann kann ich hier die Position ändern. Soll ich es hochfahren, soll ich es runterfahren? Ja. Zack, jetzt hier zum Beispiel, jetzt, zack, jetzt geht es runter. Zack, jetzt geht es hoch. Ja, also wirklich cool. Zurück. Und dann habe ich noch die Helligkeit. Ich habe es jetzt ganz, Entschuldigung, ganz hell gemacht. Ja, Inhalt, was soll es mir anzeigen? Distronic, also ACC, automatische Distanzregelung, Verkehrszeichenerkennung, Zielführung und Lane Assist zeigt es mir da an. Ja, das sind die Dinge, wo da angezeigt werden. Kann ich natürlich rausnehmen, wenn ich nicht so viel haben möchte. Wie auch immer. Ja. So, gehen wir wieder auf X. Dann sind wir hier wieder. Dann, ja klar, Zeit, Datum kann ich alles einstellen. Ne? So. Und dann noch die Einheiten, Kilometer, Temperatur, Liter, Kraftstoff und Bar. Ja, kann das natürlich dann alles auch verändern, was ich haben möchte. Ja, so, ja, oder Fahrenheit, ja, oder Meilen, ja, oder, ja, Meilen. Ne? So, das war das Thema. Jetzt haben wir hier alles durch. Klicken wir das mal weg. Ja, hier können wir noch haptisch dann Start, Stopp ausschalten oder einschalten, ja. Hier haben wir wieder unsere Modien von vor, wie man das möchte. Jetzt gehen wir rüber kurz zu dem kleinen Display und erkläre euch noch kurz dort, was es dort gibt, was man dort noch machen kann. So, jetzt gehen wir hier auf unser schönes großes Display. Ja, wir können hier mit der rechts, mit der View-Taste, können wir das Ganze klein machen, beziehungsweise hier habe ich die Parkstellung jetzt, da kommt dann nachher Drive oder S1 oder P1, ja, Automatik oder Sport. Rechts habe ich Geschwindigkeit. Und dann gehen wir meine Anzeigen, was ich vorher in dem Rundinstrument hatte, nach unten. Dann steht dann hier Geschwindigkeit oder was ich noch im Tank habe. Ja, das versetzt sich dann nach unten. Kann dann aber auch sagen, ich möchte Radio sehen in dem großen Display. Oder ich möchte Telefon oder Fahrzeugstatus haben, ja, und dann kann ich hier so rechts, links rumspielen, ja, so, pass auf, Fahrzeugstatus, so, und dann kann ich hier noch umeinander spielen, wenn ich das möchte.
oder Nachtsichtgerät. Ja, haben wir an Bord, brauchen wir jetzt aber nicht. So, dann gehen wir weiter. Head-Up-Display, Offroad-Modus, gehe ich hier drauf, dann zeigt es mir hier die Grad an, ja, das, was wir vorher schon alles hatten. So, dann gehen wir da nochmal drauf. So, ne, da kann man das alles so hier verstellen. So, dann nochmal Fahrzeugdaten. So, Verbrauch, Fahrstrecke, alles riesengroß. Ne? So, und dann kann ich hier noch Verbrauch ab. Jetzt kommt hier der Schalter ins Spiel, ja, den ich gerade vermisst habe. Reichweite, Komfortverbrauch, Geschwindigkeit, Verkehrszeichen. Das kann ich dann hier nochmal alles mit einstellen. Drückt dann nur OK. Dann zeigt er mir das hier so an. So, gehe ich hier wieder nach rechts. Kommst du den Assistenzsystemen. Dann haben wir hier Lane Assist, Abstandsassistent in groß. Ja, so kann ich das alles, hier habe ich dann wieder meine Navigation. Ja, und mache ich das View wieder, wird das klein. Und dann habe ich das ganze Thema dann noch, wie gesagt, in Kleinformat. Oben rechts Temperatur. Dann haben wir oben noch wieder die Anzeige für Lane Assist etc. Und hier unten Abstands, ACC und Tempomat sozusagen, ne, der serienmäßig ist und Begrenzer auch. Und dann hier links ist, was gerade orange ist, Spur haltet, da praktisch dann wieder gegenlenkt oder ausbremst, dass wir in der Spur bleiben. Und dann gibt es ja noch den Spurführung, sage ich mal. Ja. So, was haben wir denn noch? Links Assistenzsysteme. Wenn ich es aktivieren will, drücke ich Set. Geht es natürlich nicht. Das zeigt mir dann alles dann noch im Assistenzvideo. Hier kann ich dann alle Assistenzsysteme hier mit dem Kreis ums Fahrzeug rum mir geben lassen und nochmal runterscrollen, was ich einstellen möchte. Side Assist, Auspack, Assistent, ja, Front Assist, schließen. Wir haben ja, ne, die ganzen Assistenzsysteme hier an Bord. Machen wir im Assistenzvideo nochmal extra. Dann kann ich hier mit dem mittleren Knopf dann verstellen die Entfernung zum Vordermann, plus minus die Geschwindigkeit. Dann habe ich hier nochmal laut leise fürs Radio oder gehe auf Reese, dann nimmt er mir die vorherige Geschwindigkeit wieder komplett an. Ja? Dann haben wir natürlich Regensensor, kann noch hier Intervall einstellen und ich kann noch, hier links habe ich meine Lichtautomatik, dann habe ich noch extra Frontlichter unten, die vier Stück für schlechtere Sicht, so eine Art Nebelscheinwerfer nenne ich es mal. Dann noch Nebelschlussleuchte für hinten. Dann meine Memory-Funktion, das heißt, wenn ich meinen Sitz eingestellt habe, drücke ich Set und 1, Set und 2 oder Set und 3, bleibt da kurz lang drauf, dann gibt es ein Piepgeräusch. Achtung. Bap, dann habe ich das eingestellt, okay? So, dann gehen wir hier mal wieder auf. Was machen wir denn? Navi oder Assistent? Karte hier. Karte, okay, drücken. Dann haben wir noch schließen natürlich. Elektrische Fensterheber, vierfach, Kindersicherung hinten rechts und hinten links einzeln. Dann haben wir noch elektrische Außenspiegel, die Serie sind beheizt, sind und einklappbar. Dann unser Fernentriegelung für den Kofferraumdeckel. Ja, Lenkrad ist dann noch in der Höhe und in der Tiefe und in der Höhe verstellbar. Da ist nicht viel Möglichkeit, es könnte vielleicht noch einen Ticken höher gehen. Aber das haben wir schon im Fahrvideo oder im Komplettcheck-Video erklärt. Ja, mir ist schon wieder warm. Gehen wir noch kurz da hoch. Ich drehe mal die Kamera nach oben. So, jetzt sieht man das, glaube ich. Ja. Hier oben haben wir dann noch fürs Panoramadach unseren Schalter. Zum einmal aufmachen geht er dreiviertel auf. Der vordere Glasteil drücke ich nochmal drauf, geht es nochmal ungefähr 5-6 cm das Glasdach weiter nach hinten, da habe ich eine größere Fläche. Was ich hier habe, ist auch Gestiksteuerung fürs Licht, sieht man das? Ja, an, aus, also ist schon cool. Ja, und dann halt noch Lichtfilter an, SOS-Knopf habe ich noch, wenn ich den drücken möchte, ich hoffe es nicht. Dann kann ich hier noch die zwei Knöpfe sind fürs Rollo. Ja, dann haben wir noch für Rear das Licht und genau. Dann haben wir es schon. Gehen wir wieder runter. So. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war mal so spontan das Systemvideo vom neuen Touareg. Ihr dürft mir gerne noch Tipps geben, wenn ich was vergessen habe. Ich bin natürlich auch lernfähig. Genau. Aber ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen vielleicht weiterhelfen, da was zu finden, was man denn noch alles so verstellen kann. Ja, das war's. Guckt euch unsere anderen Videos noch mit an. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und wenn ihr noch mehr hören wollt, lesen wollt, sehen wollt, dann abonniert uns. Ansonsten sage ich, schwitzen wir noch ein bisschen weiter. Bis bald. Ciao. So, danke fürs Schwabenchecker schauen. Ja, und wenn ihr weiterhin Bock auf uns habt, abonniert uns doch einfach oder lasst einfach einen Daumen hoch da. Und wenn ihr uns weiter verfolgen möchtet, könnt ihr das über Facebook, YouTube und Instagram tun. Da bekommt ihr immer Neuigkeiten, Bilder, Videos, was wir so treiben. Vielen Dank dafür.
Jetzt habt ihr hier noch 3 Videos, wo ihr euch einklicken könnt. Schaut es euch an, habt viel Spaß. Wir sagen danke fürs Schauen und bis bald, eure Schwabenchecker. Ciao.